Hallo zusammen, vielleicht zuerst nochmal alles Gute fürs neue Jahr. Es ist das erste Wochenvideo in diesem Jahr und ich möchte in diesem Wochenvideo zum Thema RE10 ein paar aktuelle Informationen geben. Am Anfang der Woche, am Montag, gab es ja ein entsprechendes Gespräch, auch unter anderem mit Politikern, aber auch mit der Deutschen Bahn, mit der Deutschen Netz und auch mit dem Betreiber des RE10s, wo wir die Problematik nochmal besprochen haben und es sind auch verschiedene Lösungen oder Perspektiven aufgezeigt worden. Mit dabei heute ist Christian Klein-Hammann, Vorstand der NIAG und Geschäftsführer der Rhein-Ruhr-Bahn, und die sind unter anderem ja der Betreiber hier unserer, nicht der Strecke, sondern des Zuges hier, RE10. Hallo erstmal, und wir sind heute in Aldekerk, weil für Sie Heimspiel ist, glaube ich. Ne? Ja, hier ist Heimspiel für mich, auch von meiner Seite nochmal allen frohes neues Jahr, Gesundheit und Glück und vor allen Dingen bald eine wieder intakte Strecke hier für den RE10. Wir hatten ja hohe Besetzung gehabt, auch von Seiten der Deutschen Bahn, und man hat uns ja einige Perspektiven aufgezeigt. Vielleicht wollen Sie ganz kurz ein paar Sachen noch sagen, wann es besser wird? Ja, wann es besser wird, das traue ich mich noch nicht ganz zu sagen. Die Informationen, die wir von der DB Netz ja bekommen haben, war, dass jetzt zwei Updates aufgespielt werden, die im Rahmen der Digitalisierung der Strecke dazu führen sollen, dass das System stabil läuft. Das erste Update wird am Samstag aufgespielt. Hier wird es wahrscheinlich auch sicherheitshalber einen SEV geben, weil man da wahrscheinlich einen Schienenersatzverkehr geben, weil man wahrscheinlich auch etwaige Störungen nicht ganz ausschließen kann. Das letzte Update oder nächste Update und letzte Update hoffentlich ist für den 31. Januar vorgesehen. Und da hoffen wir natürlich im Sinne für uns als Niederrheiner und für unsere Fahrgäste, dass es dann auch stabil läuft. Genau, ich glaube, wir wissen alle, es ist eine wichtige Strecke für viele Berufspendler, aber auch für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten in beide Richtungen, nach Kleve oder eben auch nach Richtung Düsseldorf. Ja. Und ich hoffe auch mal, dass es besser wird. Meine Frau nutzt den Zug ja auch manchmal und wir wissen zu genau eigentlich, dass es manchmal eben nicht läuft. Und was auch gesagt worden ist, ist ja, man wollte ja an der Anzeigetechnik ein bisschen was verbessern. Das heißt, dass die Fahrgastinformation besser wird. Ob das klappt, wissen wir nicht. Ja, da wollten wir auch als Rhein-Ruhr-Bahn eigentlich einen pragmatischen Weg gehen und versuchen, dass wir irgendwo eine Informationsquelle auch auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen dürfen, wo direkt die Informationen ersichtlich sind. Es gibt unterschiedliche Systeme, die bespielt werden. Unterschiedliche Systeme heißt unterschiedliche Schnittstellen. Es hört sich nicht nur komplex an, ist es leider auch. Am Ende muss man an den Fahrgast denken, den darf es gar nicht interessieren, ob es Schnittstellen oder sonstige Themen gibt. Der will A, eine Zuverlässigkeit haben und B, auch eine vernünftige Information. Ich glaube, da haben wir gestern zumindest einen guten Schritt gemacht, dass wir das schnell hinkriegen. Ja, ich hoffe auch, dass es besser wird. Vielleicht so für Sie als Info, wenn Sie unter zuginfo.nrw nachgucken, da können Sie auch runterladen als kleine App für Ihr Handy. Dann sehen Sie immer den aktuellen Stand auch und können direkt nachfolgen, fällt der aus, kommt der nicht. Wir hatten ja auch diese Woche Stellwerkstörungen gehabt. Ich sag mal so, alle waren gestern etwas frustriert, ich glaube, das kann man schon so sagen, weil wir uns eigentlich alle erhofft haben bei dieser Investition, dass es dann wirklich wesentlich besser wird. Und im Moment sagen ja viele, und das, die Rückmeldung bekomme ich ja auch, dass es eigentlich schlechter geworden ist zu vorher. Ich hoffe jetzt eigentlich persönlich auch auf Ende des Januars, dass es dann einfach besser wird. Und es ist viel passiert an der Strecke, das muss man natürlich auch sagen. Es soll noch einiges gemacht werden. Wir hoffen dann auf den 31. und dann müssen wir gucken. Ich glaube, eine wichtige Änderung, die auch noch erreicht werden konnte, ist, dass es so eine Art Busnotverkehr geben soll. Was bedeutet das für die Leute danach? Ja, es ist nicht Busnotverkehr, es ist eine Notfallbereitschaft. Okay. Bei etwaigen Stellwerkstörungen werden dann Busse aus der Nähe direkt hierhin zugezogen, um unsere Fahrgäste dann eben in dem gesperrten Stück von A nach B zu bringen. Das war ein Zugeständnis der DB Netz, das wir abbringen konnten. Das war wichtig, um zumindest eine Mobilitätsgarantie hier irgendwo gewährleisten zu können. Wollen wir den Worten mal vertrauen und hoffen, dass es besser wird. So, vielen Dank. Ja. Tschüss. Bis dann. Tschüss.